Moin zusammen, wir haben Ende April, die Bockjagd steht vor der Tür und wir wollen noch ein paar Sachen, euch ein paar Tipps geben, was ihr zum Beispiel mit der Waffe machen könnt, dass ihr schon mal einen Probeschuss machen könnt, welche Munition können wir mitnehmen. Ich habe jetzt heute meine eigene alte Sauer 200, das ist ein Erbstück im Kaliber 30-06, habe mir damals nochmal einen Hauskindschalldämpfer dazu gebaut. Die wollen wir einmal durchchecken, damit wir da startklar sind für den 1. Mai. Ich gucke mir einmal zum Beispiel das Stephan-Rohr an, sitzt das noch fest, macht das auch gerne sauber, weil ich sehe zum Beispiel, dass auf den Linsen Staub drauf ist. Einschießen werden wir die Büchse mit der RWS Hit. Das ist eine bleifreie Patrone und zwar ist es ein Deformationsgeschoss. RWS bestätigt, dass ungefähr 98% des Geschosses in einem Stück bleiben. Damit haben wir eigentlich keine Splitterwirkung und wir haben zum meisten Fällen auch einen Ausschuss. Ja, wenn ihr noch irgendwie Hilfestellung bei der Bockjagd oder für die Vorbereitung zur Bockjagd braucht, sagt Bescheid, Probeschuss machen wollt, etc. oder dass wir das für euch machen. Kein Problem, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Und ja, jetzt gehen wir in den Schießtunnel und machen auch nochmal einen Probeschuss.